Ja, hallo, jetzt André wieder von der Opel GT 900 IG Westmünsterland. Begrüße euch alle. Nummer 1, mit dem Video von dem italienischen Fahrzeug. Ich konnte mich zum Schluss nicht mehr verabschieden, weil der Akku war platt. Und dann zwei Sachen noch in dem Video mit den Papiere. Wir mussten die leider alle verpixeln, wegen Adressen, die draufstehen. Weil ihr wisst ja selber, es gibt Menschen im Internet, die dann irgendwas googeln oder machen oder tun, wie auch immer, bla bla bla. Und deswegen muss mir das alle verpixeln. Und das Dritte ist, wenn ihr im Motorraum schaut, dann seht ihr, wie der Lampenzug festgemacht ist. Obwohl wir das ganze Auto nachgeguckt haben und wir haben nichts gefunden. Wir wissen nicht, warum der Halter abgerissen ist oder abgebrochen ist, wie auch immer. Sehr wahrscheinlich von den Schweißpunkten abgerissen und wurde damit zwei Schrauben vorne in der Regenrinne festgeschraubt. Ja, wird natürlich alles gemacht bei diesem Wagen. Das ganze Programm gehen wir einmal durch und dann wird dann natürlich auch oben schwarz gemacht vom Wischerkasten her. Ist das Thema erledigt. So, wisst ihr deswegen Bescheid? So, und jetzt was ganz anderes, aber was ganz Tolles jetzt mal. Sehr interessant für die Opel KDC-Fahrer. OHV-Motoren. Und zwar haben wir hier ein besonderes Auto stehen. Ein ganz besonderes Ding. Ist ein 1100er Opel GT mit einem gemachten Motor. Wir gehen mal einmal hier reingucken. Ding ist komplett veredelt worden mit grünem Glas rundherum. Echtleder Inneneinrichtung, Maragoni Holzlenkrad. Etliche Sachen verchromt. Hier auch vernünftige verchromte Zierleisten drauf. Also keine Klebeleisten oder irgend so ein Müll. Und ja, so habt ihr den mal von innen einmal gesehen. Und dann auch da die Rehhäute da verchromt von den Armaturen alle. Ein richtig schöne, klasse Auto. Also ein richtig schönes Ding. Lautsprechercover hinten verchromt und etc. Also ist schon ein richtig schönes Ding. So, aber wo es um den Wagen hier geht, ist eigentlich, wir sind mal vor einigen Jahren in England gewesen und haben da so ein riesengroßes Opel-Treffen besucht und mussten ziemlich hoch in England reinfahren. Aber da muss natürlich durch diesen Tunnelfahrt, der unter London geht. Geht der unter London, Marco? Der geht unter London, ne? Ja. Irgendwie schlacht mich tot, 2 Kilometer lang. Ich weiß nicht mehr, voll gefliest. Und die Fliesen sind alle runtergefallen, wo wir durchgefahren sind. Die lagen hinter uns, sind die von der Wende gefallen. Haha. Auf jeden Fall, bevor wir durch den Tunnel durchgefahren sind, hatten wir so circa 10 Minuten Stau. Und der Dieter mit seinem 1100er hier war hinter mir und ich bin kurz ausgestiegen, war super schönes Wetter auch. Und da sagte Dieter dann, du, müssen wir jetzt durch den Tunnel hier durch? Sag ich, ja, wir müssen jetzt durch den Tunnel durch. Und dann meinte Dieter so, und zurück auch durch den Tunnel? Ich sage, nee, das ist ein One-Way, also eine Einbahnstraße, irgendwie vierspurig. Ich sage zurück, guck mal zur Seite da. Da hat die so zur Seite geguckt. Da stand eine Brücke, Jungs, und ich sag euch, die ging bis in den Himmel rein. Und ich bin Betonbauer eigentlich gelernt. Und ich war auch viele Betonarbeiten. Aber wo ich diese Brücke gesehen habe, habe ich selber Angst gekriegt. So ein Betonklotz steht da. Ich sage, Dieter, da müssen wir hoch, zurück über die Themse und dann geht es Richtung Dover. Okay, dann. Nach 2 Tagen, 3 Tagen wäre das Opel-Treffen beendet. Und dann kam natürlich dann schon diese Brücke, beziehungsweise Warnschilder, Blinklichter und, und. Ich glaube, die Brücke war schlag mich tot, sechsspurig, One Way. Und dann sind wir da hochgeknattert. Wo wir dann in Dover angekommen sind, haben dann eine Pause gemacht, etc. Und da haben wir natürlich geredet über diese Brücke, wie wir da hochgefahren sind. Und dann sagte Dieter, du ohne Scheiß, ich muss den ersten Gang reinschalten, wenn ich da hochkam. Und dann haben wir dann gesagt, das ist irgendwas scheiße, irgendwas funktioniert nicht. Weil dieses Auto, ich habe den damals mal gefahren mit seinem Original 1100er und zwei Solex-Vergasern, hat er noch ATS-Felgen gehabt. Da lief das Auto nach dem Tacho noch ziemlich genau mit dem Navi her, so 160 Stundenkilometer. Das war also ziemlich genau. Und nachher auf der Autobahn dann halt mit dem Motor von England Rückreise Höchstgeschwindigkeit gequälte 130. Und dann sind wir natürlich zu Hause angekommen, da haben wir dann gesagt, ja, geht gar nicht, da müssen wir irgendwas machen. Dieter sagte dann auch, ihr müsst irgendwas machen, dass das Ding wieder vernünftig läuft. Dann haben wir gesagt, wir machen irgendwie was, wir werden aber auf keinen Fall die Fahrgestellnummer zerstören. Ist eine 93er Fahrgestellnummer, wie ihr wisst. Die 1100er haben wir alle 93 und wir werden diese jetzt nicht kaputt machen durch den großen Motor. Natürlich eine 94er Fahrgestellnummer, das wollten wir nicht. Wir wollten es schon original lassen und
halt mit dem ORV-Motor arbeiten. Und dann kamen wir auf die geniale Idee, wir gehen erstmal auf den Rollenprüfstand drauf, was das Ding überhaupt an Leistung hat. Und jetzt ohne Scheiß, Jungs, die Rolle da drauf, auf das Ding, auf die Rolle gespannt und dann haben wir alles gegeben. Und das Ding hat wirklich gequälte 43 PS an der Kurbelwelle gehabt. Also auf der Schwungmasse waren 43 PS. Das war alles. Damit wir erstmal überhaupt eine Idee haben, was ist da überhaupt Sache. Dann sind wir hingegangen, Auto nach Hause gefahren, Motor raus. Dann haben wir erstmal einen 12S Motor gesucht. Oder hatten wir hier, glaube ich, sogar noch liegen. Haben einen 12S Motor genommen, haben den zum Motorenbauer gebracht. Haben dem Motorenbauer gesagt, das soll so ein kleiner Rennmotor werden. Der wird komplett bearbeitet, also den Unterbau komplett bearbeiten und fein wuchten. Haben sie dann auch gemacht. Dann haben wir den Kopf weggebracht zum Machen. Also die Kanäle sind alle vergrößert worden. Da sind vom, ich sage jetzt nicht welcher Opel, aber sind andere Ventile reingekommen. Eine Sportnockenwelle ist da reingekommen. Die ganze Brücke wurde geschliffen und poliert von innen. Und dann natürlich der passende Webervergaser. Da müsst ihr höllisch für aufpassen, welchen Webervergaser ihr da drauf setzt. Und deswegen sind die nummeriert, die Vergaser. Und dann haben wir in einem Vergaserbuch dann nachgeguckt, welcher Webervergaser zu dem Motor passen will. Haben wir dann auch gefunden. Das ist die Vergasernummer 107, meine ich, ist das. Und die kommt, ich meine, von einem Alfa Romeo 1300er. Das passt so ziemlich. Und dann haben wir alles zusammengebaut. Und dann natürlich, gehen wir gleich mal auf das Bild drauf, auch alles verchromt, unten der Kurbelwellen, ich sag mal, die Dichtung da drauf, die auf Kork läuft, das kennt ja bestimmt die OV-Fahrer, wissen wovon ich rede. Das haben wir umgebaut auf einen Wellendichtring, dass wir da mit dem Kork keinen Ärger mehr haben und. Auf jeden Fall kam dann der große Tag, wo wir den Wagen gestartet haben. Und dann sind wir da 3 Runden gefahren. Ich bin die erste Runde gefahren, lief super schön. Ich sag, das Ding hat irgendwo 65 PS. So gefühlte. Als mein Bruder eine Runde gefahren mit der Marco, der mal gerade wieder ein Video hier macht, ist auch eine Runde gefahren und sagte, na, ich sag, der hat 70 PS. Und dann kam noch ein Clubkollege und sagt, lass mal einmal fahren, wie der geht. Ich sag, der geht richtig geil. Und der ist dann auch gefahren und sagte, boah, ich sag auch, das Ding hat 70 PS. Ich sag, kannst du nicht sagen, das ist schon genommen, die 70 PS, du musst was anderes sagen. Ja, dann sag ich, der hat 60 PS. Ich sag, okay, also hatten wir 60, 65 und 70. Ich sag, weißt du was, Wagen stellen wir jetzt ab, wir fahren dann nicht mehr, nicht, dass er zu mager läuft, der muss auf den Rollenprüfstand drauf. Also 3 Tage später nach Holland hin, auf den Rollenprüfstand drauf zum Einmessen. Bei der ersten Fahrt hat das Auto gehabt, ich meine, der hatte gehabt 76 PS bei der ersten Fahrt auf der Rolle, um da überhaupt CO erstmal alles zu messen etc. Und dann stand er so circa 2 Stunden auf dem Rollenprüfstand, wurde eingemessen dort. Und dann ist nachher rausgekommen, das Ding, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas mit knappe 90 PS oder ein Ticken über 90 PS, ist schon einige Jahre her. Und ich meine 110 Newtonmeter. Jetzt muss ich sagen, das Auto hängt am Gas, der läuft super geil. Der hängt am Gas wie ein Motorrad. Und ich würde sagen, der kann sich ohne Probleme mit einem 19S anlegen. Also ihr werdet das nicht glauben. Dinge, ich habe ihn gefahren, geht auf Volllast bei 7200 Umdrehungen 195 Stundenkilometer. Gemessen nach Navi. Ist kein Witz, ist wirklich wahr. Und mir hat das Buch geholfen, so wird es schneller. Dieses alte Buch, das hat mir sehr geholfen dabei. Und dass wir diese Motorleistung rausgekriegt haben. Also war schon sehr interessant. Wir gehen mal auf den Motor drauf, was wir alle gemacht haben, optisch sag ich mal. Und Marco geht mal drauf, ich laufe mal rum. So Jungs, jetzt könnt ihr ja hier sehen, was wir den optisch aufbereitet haben. Da ist jetzt auch natürlich ein Fächerkrümmer komplett drunter, Edelstahl mit Gruppe A bis nach hinten. Der Kopf komplett bearbeitet, was zu machen ist. Sportnockenwelle. Wir waren damals in Überlegen, da auch eventuell einen Turbolader noch mal drauf zu setzen. Deswegen haben wir dann N-Kolben genommen, also Multenkolben genommen, auch wegen der Verdichtung, weil der Motor sollte halten. Dann haben wir uns dann trotzdem nachher entschieden, weißt du was, das Ding läuft so geil und so schön. Wir bauen keinen Turbolader mehr dahinter mit seinen 90 PS und Multenkolben. Sehr wahrscheinlich werden wir 100 PS bekommen mit S-Kolben. Aber so, ich würde mal sagen, ist die Lebensdauer weitaus höher, dass er nicht so hoch verdichtet ist. Aber wie gesagt, der Wagen, der hängt richtig, richtig geil am Gas. Dann natürlich optisch hier aufbereitet und gechromt etc. Blablabla. Bla, bla. Wir haben den Wagen mal gebaut. Marco, wie viel
Marco, wie lange ist das schon her, wo wir den gebaut haben? Boah, ja. Irgendwann 2008 oder 2007, irgendwann war das so über den Daumen gepeilt, haben wir diesen ganzen Wagen mal gebaut. Und dieser Motor ist jetzt drin, circa, ja, so 6 Jahre so über den Daumen gepeilt ist der da drin. Ne? 6, 7 Jahre wird er da wohl drin sein, über den Daumen gepeilt. Und muss ich echt sagen, Jungs, wenn ihr sowas machen wollt, wie wird gemacht und was wird gemacht, da bin ich echt schon schwer von begeistert. Wie gesagt, jetzt habt ihr mal eine Idee, was sowas kostet oder wie viel Aufwand das ist, sowas zu bauen und sowas zu machen. Ich habe noch nie einen OHV-Motor hochgezüchtet mit Marco. Dieses war das erste Mal für uns, aber ist im Prinzip eigentlich die gleiche Arbeit wie beim CIH. Also nichts mit irgendwelche Computerchips tauschen. Nee, hier muss man noch richtig Hand anlegen und ist tagelang, wochenlang Arbeit. So Jungs, dieses Auto wollten wir euch mal vorstellen, was wir hier mal gebaut haben, auch mit diesem Motor und wie das Ding so geht. Und ich muss euch sagen, das Ding geht richtig, richtig geil. Jungs, das war's eigentlich. Wir werden uns sehen in der Schweiz. Ich will hoffen, dass wir die Videos noch hochgeladen kriegen vor dem Europa-Treffen. Dann könnt ihr noch mal schauen. Wir wünschen euch was und gute Fahrt zur Schweiz. Wir werden uns sehen. Tschüss.